20. März, Hotel Gatewater, Veilchensaal. Hier gibt es wirklich nichts Außergewöhnliches. Suchen Sie nach dem Etwas, von dem die alte Dame gesprochen hat? Sieht nicht so aus, als wäre es hier passiert. Tja, dann sollten wir woanders suchen. Okay, dann versuchen wir es. Entschuldigen Sie bitte? Huch! Sind Sie zufällig Frau Meyer-Fee? Ja, das bin ich. An der Rezeption ist ein Anruf für Sie. Ein Anruf? Ob das wohl jemand aus Korain ist? Was ist denn los, mystische Maya? Ach, nichts. Ich gehe nur mal kurz sehen, wer es ist, okay? Okay. Bitte hier entlang, Frau Fee. Lassen Sie uns woanders hingehen, Herr Nick. Ja, in Ordnung. Das ist etwas aufregend und etwas furchterregend. In der Tat. So, ja, keine Ahnung, dann das Einzige, was wir noch haben, ist der Flur. Mal gucken, ob hier jetzt irgendwas los ist. 20. März, Hotel Gatewater, Flur. Ich habe es dir gesagt. Ich beschaffe den Leuten, was sie wissen wollen, also habe ich ein rechtes... Ach nee, Moment. Schon wieder eine andere Person, glaube ich. Ich habe es dir gesagt. Ich beschaffe den Leuten, was sie wissen wollen. Also habe ich ein Recht, es zu erfahren. Nee, mir egal, wer du bist, meine... Liebe. Wir ermitteln noch. Du kannst nicht rein. Was hast du für ein Problem? Du wirst schon sehen. Morgen wirst du es in der Zeitung lesen. Geheimer Skandal des Gammel-Inspektors enthüllt. Ich zahl's dir heim. Die beiden scheinen es ernst zu meinen. Diese Stimme kenne ich doch. Hey, Wright. Hey, Lotta. Los, tu dem Mädel einen Gefallen und sag dem Bullen, dass ich recht habe. Ach, du! Ach, Inspektor Gumshoe. Hey, Junge, hilf mir! Sag ihr, dass hier nur die Polizei Zutritt hat. Das ist ein Mordschauplatz, also sollte sie das uns Profis überlassen. Ein Mord? Ach, Mist, ich um mein loses Mundwerk. Siehst du, ich wusste es. Das habe ich aus dem Bauch heraus gewusst. Ich verlasse mich auf meinen Bauch. Er sagte was von Mord. Und jetzt haben wir den Mord. Sie hat einen gefährlichen Bauch, definitiv. Hey, Moment mal. Juhu, ein Mord. Und auch noch an einem großen Star. Oh Mann, jetzt stecke ich in Schwierigkeiten. Inspektor Gumshoe, was ist denn bitte jetzt wieder passiert? Also, Inspektor Gumshoe, ein Mord? Nein, keinesfalls. Ich habe nur einen Moment lang die Fakten etwas verdreht. Herr Nick? Ist die tote Person der Nickel-Samurai? Hä? Warum fragst du? Nun, die mystische Maya hat für ihn geschwärmt, deswegen... Es war nicht der Nickel-Samurai, der hier abgemurkst wurde. Vielmehr wird der Nickel-Samurai des Abmurksens verdächtigt. Was? Der Tod war dieser Held namens Minne-Ninja-Junge. Der Minne-Ninja. Diese Frau mit der Lockenfrisur, die wie Zuckerwatte aussieht. Du meinst Lotta? Diese Frau, sie war zu jener Zeit auch da, stimmt's? Zu jener Zeit? Als die mystische Maya die Geister beschwor. Ach, zu jener Zeit. Tja, Lotta ist Journalistin, deshalb war sie da. Journalistin. Sieht aus, als hätte sie sich schon vor dem Mord hier rumgetrieben. Rumgetrieben? Ja, sie hat vor der Tür vom Minne-Ninja gewartet, Junge. Aber was wollte sie denn da? Hat sie mir nicht gesagt, Junge. Nur sowas wie den großen Knüller landen. Knüller? Hinter welchen Neuigkeiten war sie wohl her? Der Minne-Ninja war also das Opfer? Herr Minne-Ninja? Er war in einer sehr beliebten Konkurrenz-TV-Serie zum Nickel-Samurai. Oh. Das Opfer war der Actionstar Juan Corrida. Er war auf der Überholspur und wurde sofort ein Star. Selbst ich weiß, wer er ist. Ja, sogar ich erkenne sein Gesicht. Aber vor kurzem habe ich gehört, dass Matt Angard ihm den Wind aus den Segeln nahm. Junge, ich sage dir, was die Popularität betrifft, stehen beide im Rampenlicht.
Ich glaube, es gibt für Herrn Powers keinen Platz mehr da oben. Armer Kerl. Herr Angard, das ist der Nickel-Samurai, oder? Jupp. Ich meine, nein, du musst das mit mehr Nachdruck sagen. Nickel-Samurai. Wie auch immer. Jetzt, wo Juan Corrida weg ist, hat Herr Angard die ganze Bühne für sich allein. Meinen Sie nicht auch? Darauf würde ich nicht wetten, Junge. Das können wir nicht zulassen. Können wir nicht zulassen? Was soll denn das heißen? Können wir nicht zulassen? Was soll denn das heißen? Hä? Was, wie, wo? Du musst mir erzählen. Warum habe ich keine neue Gesprächsoption? Lieber Herr Gamschu, das kann doch nicht dein Ernst sein. Achso, vielleicht... Ah, wir haben jetzt Profile dazu bekommen. Ganz viele Profile. Dann zeigen wir noch einfach mal die beiden, Die beiden Beteiligten, sagen wir es mal so. Ich bin kein echter Fan von Actionserien oder so. Aber ich weiß, wer Juan Corrida und Matt Agard sind. Man kann wohl nicht von dem einen sprechen, ohne den anderen zu erwähnen. Sie haben sogar zur gleichen Zeit ihr Debüt gehabt. Zwischen den beiden besteht also diese hitzige Rivalität. So wie zwischen dir und mir, Junge. Ich habe nicht gewusst, dass er in mir einen Rivalen sieht. Der Nickel-Samurai. Er hat heute wirklich den Grand Prix bekommen. Maya ist ein großer Fan von ihm. Wirklich? Oh, dann tut es mir leid. Was tut Ihnen leid? Matt Engard wurde eben verhaftet, Kleine. Er wird des Mordes an Juan Corrida verdächtigt. Was? Warum? Weshalb? Was ist passiert? Erzähle mehr, bitteschön. Warum wurde Herr Engard festgenommen? Tut mir leid, Junge. Das darf ich dir nicht sagen. Wir haben gerade erst die Ermittlungen aufgenommen. Wir dürfen nichts verraten. Sieht aus, als würde wieder mal ein Steel-Samurai-Held in der Klemme stecken. Herr Nick? Wenn die mystische Maya davon wüsste... Ja, ich weiß. Sie würde mir diesen Fall aufdrängen. Ich weiß. Oh Gott. Wollen wir das? Am besten wir erzählen nichts davon, oder? Nein, ist besser, aber... Wo ist Maya überhaupt? Wir könnten sie mal suchen. Maya. Maya? Hallo Maya. 20. März, Hotel Gatewater, Lobby. Hey, was ist denn los, Herr Wright? Sieht so aus, als wäre Juan Corrida umgebracht worden. Was? Juan ist... Er wurde... Es scheint, als wäre er ermordet worden. Und ein Verdächtiger wurde verhaftet. Dieser Verdächtige ist... Herr Matt Engard. Sie machen nur Spaß, oder? Nee. Der Nickel-Samurai wird verdächtigt, den Mord am Mini-Ninja verübt zu haben. Oh, nicht schon wieder. Mir wird schlecht. Wieder? Vor einem Jahr ist schon mal etwas Ähnliches passiert, Pearls. Ich kann es nicht glauben. Das kann nicht sein. Matt würde das niemals... Was weiß Herr Powers denn darüber? Oh, bevor ich's vergesse, das ist für Sie, Herr Wright. Das habe ich von dem Pagen bekommen, der vorhin hier vorbeikam. Funkgerät von Herrn Powers erhalten. Für mich? Aber warum? Weiß ich nicht. Er sagte nur, dass es für den Anwalt Phoenix Wright ist. Okay. Gut, dann, ja. Matt ist zurzeit der kraftvollste und aktivste Schauspieler... Matt ist zurzeit der kraftvollste und aktivste Schauspieler der Szene. Der Nickel-Samurai hat seinen Platz als Pop-Idol wirklich besiegelt, aber er hat dennoch seine Rivalität zu Juan immer aufs Neue angeheizt. Herr Juan, der Mini-Ninja, oder? Die beiden sind wegen allem und jedem aneinander geraten. Aber ich würde sagen, dass Matt fast immer als Sieger hervorging. Manche Leute können wohl nur miteinander kommunizieren, wenn sie aneinander geraten. Juan sagte, er würde es auch diesmal mit Matt aufnehmen, deswegen die Konkurrenzserie. Und das war der Mini-Ninja? Der elegante Nickel-Samurai und der heiße Mini-Ninja. Nun, das Ganze wurde richtig hässlich, als die beiden ihre Serien für den Krieg nutzten. Das ist jetzt das Ergebnis. Sehen Sie sich um. So hat es also geendet. Matt hat in diesem Jahr sogar den Grand Prix gewonnen. Sein letzter Sieg gegen Juan. Herr Engard wollte eine Pressekonferenz abhalten, richtig? Das habe ich gehört.
Aber um genau zu sein, es war die Konferenz des Nickel-Samurai. Des Nickel-Samurai? Ja, er sollte bei der Pressekonferenz sein Kostüm tragen. Er hätte also kostümiert auftreten sollen? Aber warum? Bin mir nicht sicher. Ich werde da nicht mehr auf dem Laufenden gehalten. Ich frage mich, wo ist die mystische Maya hin? Sie ist schon so lange weg. Jetzt, wo sie es erwähnt? Sie wollte doch nur einen Anruf entgegennehmen. Vielleicht hat sie sich verlaufen. Ich werde schnell mal nach ihr suchen. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Es ist in seiner Endlosschlaufe, ist ja interessant. Gut, gehen wir mal ran. Huch! Was ist denn, Nick? Hä? Ich bin mir nicht sicher. Hat dieses Funkgerät gerade... Ja, hallo? Right here. Ist dort Herr Phoenix Wright der Anwalt? Und wer sind Sie? Sie brauchen nicht zu wissen, wer ich bin. Ich glaube, Sie sollten sich lieber um andere Dinge kümmern. Beispielsweise... Hilfe! Nick! Die mystische Maya! Maya? Nun, Herr Wright, meinen Sie nicht auch, dass das Schicksal des Mädchens wichtiger ist? Ihr Schicksal? Meint er etwa, was ich glaube, dass er meint? Maya, wo bist du? Bist du verletzt? Aber was denn? Brechen Sie mir bloß nicht jetzt schon zusammen. Nein. Das kann doch nicht sein. Jetzt, wo ich Ihre Aufmerksamkeit habe, Herr Anwalt, habe ich einen bescheidenen Vorschlag für Sie. Tun Sie, was ich sage, dann bekommen Sie Ihren geschätzten Gegenstand heil zurück. Wie heißt es gleich wieder in Ihrer hochtrabenden Anwaltssprache? Entführung gegen Lösegeld. Ja, genau. Das ist eine Entführung. Ah, mystische Maya, mystische Maya! Meine Augen. Alles verschwimmt. Maya. Maya. Maya wurde entführt. Sind Sie noch dran? Herr Wright, sind Sie noch dran? Wie viel? Wie viel wollen Sie? Sehr gut, Herr Anwalt. Ich bin froh, dass Sie die Situation begriffen haben. Nun nennen Sie schon Ihre Forderung und lassen Sie Maya frei. Ich will kein Geld. Was? Ich will ein bestimmtes Urteil. Ich hätte gerne einen vollständigen Freispruch. Vollständiger Freispruch? Was zur Hölle haben Sie denn getan, dass Sie... Ich bin nicht die Person, die Sie vertreten werden. Was? Sie befinden sich zurzeit im Hotel Gatewater, nicht wahr? Und ich weiß, dass dort gerade ein Mord verübt wurde. Juan Corrida wurde getötet und der Verdächtige ist Matt Angard. Sie sind, wie zu erwarten war, ganz auf der Höhe, Herr Anwalt. Nun gut, was ich will, ist schnell erklärt. Ich möchte, dass Sie für Matt Angard einen völligen Freispruch erwirken. Matt Angard? Aber warum? Er hat niemanden getötet. Das kann ich bestätigen. Allerdings... Allerdings? Allerdings was? Allerdings versucht jemand, ihm den Mord anzuhängen. Eine sehr kluge Person, die ihn reinlegen möchte. Wenn ich zustimme und mache, was er sagt, wird er die Abmachung dann einhalten? Es steht Ihnen natürlich frei, mir zu glauben oder nicht. Eins können Sie jedoch getrost für bare Münze nehmen. Ihr wertvoller Gegenstand befindet sich derzeit in meiner Obhut. Hilfe! Nick! Maya! Sie haben 2 Tage. Heute Abend wird er natürlich von der Polizei verhört. Aber der Prozess findet in 2 Tagen statt. Bei diesem Prozess werden Sie einen Freispruch erwirken. Vergessen Sie nicht,
Sie haben nur eine Chance. Eine Chance, Herr Wright. Sie erwarten von mir an nur einem Tag einen Freispruch? Ja, genau. Ich denke, Sie sind die richtige Wahl, also enttäuschen Sie mich nicht. Jetzt, wo ich den Entführer spiele, kann ich mir nicht verkneifen, Ihnen zu sagen, schalten Sie bloß nicht die Bullen ein. Nicht so toll, aber Sie verstehen mich. Verdammt, wer zur Hölle sind Sie? In Ordnung, ich sage Ihnen was. Mein Name lautet The Killer. Herr Nick, wo ist die mystische Maya? Sie wurde entführt. Nein, das ist alles mein Fehler. Wäre ich nur mit der mystischen Maya mitgegangen. Es ist nicht dein Fehler, Pearls. Doch ist es. Ist es schon. Mystische Maya. Herr Wright, ich denke, wir sollten die Polizei einschalten. Nein, das dürfen wir nicht. Wer weiß, was dann mit Maya passiert. Herr Nick, was ist mit dem Inspektor, den wir vorhin getroffen haben? Inspektor Gumshoe? Ja, das ist es. Wartet hier, ich bin gleich zurück. In Ordnung, ich kümmere mich um Pearl, solange sie weg sind. Was? Lösegeld? Sch, nicht so laut! Statt Lösegeld will er einen vollständigen Freispruch für Matt Angard. Moment, du meinst einen vollständigen Freispruch, um Maya freizubekommen? Das bedeutet, dass Matt Angard offensichtlich der Mörder ist, kein Zweifel. Aber der Kerl hat gesagt, dass Herr Angard unschuldig ist. Du glaubst wirklich, was ein Entführer dir sagt, Junge? Da hat er nicht Unrecht. Wenn Angard unschuldig ist, wozu dann die Entführung? Und außerdem sind da noch all die Beweise, die wir überall finden. Hä? Die Jungs mit den Adleraugen saugen sie auf, als würden sie einen riesigen Fisch fangen. Aber das ist seltsam. Es sind so viele Beweise, da stimmt irgendwas nicht. Es gibt zu viele Beweise? Ist das denn möglich? Hat der Entführer nicht gesagt, dass Angard etwas angehängt wird? Wie auch immer, sieht so aus, als würdest du hier heute nicht wegkommen, Junge. Halte durch und hilf bei der Ermittlung. Morgen bist du dann dran. Okay. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Wir dürfen auch nicht zu viel Druck auf den Entführer ausüben. Sie haben recht. Datum? Unbekannt. Zeit? Auch nicht bekannt. Ort? Wissen wir erst recht nicht. Aua, mein Kopf. Wo bin ich? Ob ich noch im Hotel bin? Was ist mit mir passiert? Nick, Pearly. Hey, Leute, das ist nicht mehr lustig. Wie ich sehe, sind Sie jetzt wach. Ah! Wer bist du? Ich? Ich heiße The Killer. The Killer? Du meinst so wie Attentäter? Ich werde jung sterben. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind nicht mein Ziel. Zumindest noch nicht. Ah! Nick, wo bist du? Hilf mir! Ja, stimmt. Nur einer kann sie retten, und das ist Herr Phoenix Wright. Hä? Was? Nick wird mich retten? Beruhigen Sie sich und seien Sie ein braves Mädchen. Ist doch nur ein Geschäft. Ein Geschäft? Ich werde ihn jetzt anrufen. Ich hoffe, Sie kooperieren und spielen Ihre Rolle gut. Nick, was wird mit mir passieren? Nick, Pearly, Schwesterherz. Ist dort Herr Phoenix Wright der Anwalt?
Sie brauchen nicht zu wissen, wer ich bin. Ich glaube, Sie sollten sich lieber um andere Dinge kümmern. Beispielsweise